Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite, herzlich willkommen. Ich finde es etwas Geniales, so ein Livestream. Da können die Leute in die Ferien gehen, wo auch immer. Sie können da sein, mit uns den Gottesdienst feiern. Aber ist uns bewusst, dass wir nicht nur den Livestream brauchen hier von der Seeltalkirche. Wir alle miteinander, auch wir, die hier sitzen, brauchen den Livestream von Jesus Christus. Sonst ist der Gottesdienst ein Kabis. Darum möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir für deinen Livestream. Und wir möchten ganz bewusst heute Morgen dir begegnen. Danke für deine Gegenwart. Gib du Gnade zum Reden und gib du Gnade zum Hören. Danke vielmals. Wie du und ich, aber was ist, wenn ich nicht wie du? Das ist das Thema von heute Morgen. Wir schauen miteinander auf eine Predigt von Jesus Christus. Eine ganz kurze Predigt, nur ein Gleichnis. Ich weiss nicht, ob du das auch schon erlebt hast, dass du den Eindruck gehabt hast, jetzt hat Jesus mir eine ganz persönliche Predigt gehabt. Und das ist dir sehr eingefahren. Die Rosemarie und ich haben uns eigentlich gerade nach der Hochzeit gleich mal Kind gewünscht. Aber der Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen, erst 8 Jahre später. Und ich mag mich noch gut erinnern, in selber Zeit, gerade kurz vor der Geburt, habe ich als Pastor gelitten unter einer gefühlten Fruchtlosigkeit in meinem Dienst. Und durch die Geburt der Tochter hätte Jesus mir eine persönliche Predigt gehalten. Und sie hätte so gelautet: Was in euren Augen aussieht, als wäre etwas unfruchtbar, das ist in meinen Augen noch lange noch nicht unfruchtbar. Merkt ihr das, Bernhard, für deinen Dienst? Die Predigt von Jesus habe ich nie vergessen. Die ist mir noch heute sehr präsent. Ihr habt das bestimmt auch schon erlebt. Fragt doch einander nachher ein bisschen beim Kaffee, hast du schon so eine persönliche Predigt von Jesus erlebt? Die Predigt, die ich hier vor mir habe, Jesus war ja immer unterwegs gewesen. Er hat manchmal hunderte, tausende von Leuten um sich herum gehabt, aber er hat sich nicht schade gefunden, auch für eine kleine Gruppe einmal eine Predigt zu halten. Oder sogar für Einzelne. Ich denke an Nikodemus, der zu ihm gegangen ist, mitten in der Nacht. Und Jesus hat sich Zeit genommen. Oder auch die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus hat mit ihr geredet über Gott. Diese Predigt hier hat er an eine bestimmte Personengruppe gerichtet. Der Einstieg in Lukas 18, Vers 9, ist eigentlich nur mit diesen kurzen Worten. Er sagte aber zu einigen, ich weiß nicht, wie viele das gewesen sind. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Und das hat folgendermaßen gelautet: Es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand von Ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Dann hat Jesus angefügt: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.
haben wir doch nicht einen Bibelabschnitt vor uns, der uns doch nichts angeht. Das gibt es doch nicht bei uns. Sättige Pharisäer, die so beten tun. Wir verachten doch die anderen Christen nicht, sondern wir leben doch so, wie es im Philipperbrief heisst, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Wenn das in der Bibel steht, dann machen wir es doch auch, oder nicht? Oder wenn Jesus sagt, ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe, dann lieben wir uns doch genauso, wie Jesus das will. Oder etwa nicht. Wir ahnen vielleicht, der Text hat mehr mit uns zu tun, als wir meinen. Die Jünger haben sich ja auch mal gefragt, hey, wer ist echt der Grösste von uns? Ich muss sagen, dort wäre ich gerne dabei gewesen. An was haben sich die echt gemessen? Ich zeige am meisten Einsatz. Ich bin immer zuvorderst, wenn Jesus etwas will. Und ich bin bereit, etwas zu machen für meinen Herr, für unseren Meister. Ich habe den grössten Glauben, oder weiss ich was. Woran haben sie sich echt gemessen? Wir vergleichen uns mit anderen so viel. Und das fängt eigentlich schon klein an, dass wir da schauen aufeinander und wie machen es die? Mein Kind isst schon Müsli, ist weg vom Shoppen. Mein Kind kann schon 100 Worte. Das ist uns in Singapur passiert, dass plötzlich eine asiatische Mutter uns sagt, unser Sohn kann jetzt 100 Worte. Die hat da wahrscheinlich alle aufgeschrieben. Und dann müssen die alle, wo das Kind noch kaum etwas redet, ganz blöd dastehen. Es wird am Anfang wird verglichen, das kann schon, und am Ende vom Leben, das kann ich immer noch, ich kann noch zu Berg gehen, ich kann noch Ski fahren und mittendrin sind es andere Sachen. Ich habe ein lässiges Auto, ich habe ein E-Bike, super klasse. Ich war schon auf einem 4000er, egal ob jung oder alt oder zwischendrin, wir vergleichen uns bis zum geht nicht mehr. Wir vergleichen uns, um unseren Eigenwert zu erhöhen. Habe ich den Eindruck. Wir vergleichen uns, weil wir brauchen die Self-Made-Wertschätzung. Vielleicht, weil wir die Wertschätzung von niemandem überkommen sonst. Muss ich mich selber wertschätzen? Arme Leute. Wir machen das so, weil wir so schauen aufeinander und vergleichen. Wir sind so verschieden. Wir haben andere Prioritäten. Wir haben andere dicke Portemonnaie. Wir haben andere Werte, andere Geschmäcker. Wir haben so viele Vergleichsmöglichkeiten. Das Gefährliche an dem Kogen vergleichen ist, wer sich vergleicht mit anderen, sieht sich selber sehr schnell besser als die anderen. Und das ist gefährlich. Wenn wir uns schnell mal besser fühlen als die anderen, dann ist das schlecht. Jesus hat sich mit dem Gleichnis versetzt in einen Tempel. Er hat in dem Tempel zwei Videoli gemacht, mal rasch, vom Pharisäer und den anderen vom Zöllner. Zwei total verschiedene Menschen. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich. Schon nur die erste Bemerkung. Der Pharisäer stand für sich allein.
Er wollte allein sein. Es sind sicher auch noch andere Männer in dem Tempel gewesen, zu selber Zeit, aber er wollte allein sein. Und so ist er allein da gestanden und hat gebetet. Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit schafft Distanz. Das müssen wir uns merken. Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit schafft Distanz. Sich besser fühlen als andere macht einsam. Was für ein Gegensatz ist da Jesus? Er hat Nähe zu den Menschen gesucht. Er hat nicht allein da stehen. Er hat auch seine 12 Jünger um sich herum zu haben. Und es ist ihm am wühlsten, wenn er Leute um sich herum hatte. Und es ist ihm auch sehr, sehr wohl gewesen, wenn er Sünder und Zöllner um sich herum hatte. Er war ein Anziehungspunkt für die Leute. Es ist eindrücklich, wo Jesus und seine Jünger bei Matthäus eingeladen waren, bei einem Zöllner zum Essen. Da sind die anderen Zöllner auch gekommen. Und gerade die schräg angeschaut worden sind vom Volk, Sünder, die wollten auch dabei sein. Sie wollten Jesus kennenlernen. Sie wollten hören, was er sagt. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Der Pharisäer hat gebetet. Das ist schon mal gut, aber nicht so. Warum hätte er nicht beten können? Gott, ich bin eigentlich gleich wie all die anderen auch. Ehebrecher, wie Betrüger. Und ich bin eigentlich gleich wie der Zöllner dort hinten. Aber ich danke dir für deine Gnade. Warum hätte er das nicht können? Nach dem Pharisäer hat es nur zwei Sorten Menschen gegeben. Die Pharisäer und die anderen. Punkt. Aber der Paulus schreibt im Römerbrief: Es gibt nur eine Sorte Menschen, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns und durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Wir sind doch alle gleich, wir sitzen im gleichen Boot. Aber Jesus ist da. Bietet uns seine Gnade an. Nach dem Evangelium gibt es also nur eine Sorte Menschen. Der Unterschied macht einzig und allein den Glauben an Jesus Christus. Und das Geschenk von seiner Gnade. Wir sind alle Sünder, aber es kommt darauf an, ob wir Gott an uns anlassen. Mit seiner Liebe. Wenn er uns ruft. Wenn er uns seine Gnade anbietet, lassen wir ihn an uns an. Oder wenn wir selber damit fertig werden, mit unserem Leben. Beim Pharisäer hat Gott nicht einen Unterschied gemacht, sondern er selber wollte einen Unterschied machen mit all seinem frommen Getue. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Wenn wir uns fragen, was der Text mit uns könnte zu tun haben, dann müssen wir uns vielleicht doch ein paar Fragen stellen. Auf was könntest du dir oder tust du dir etwas einbilden? Auf was? Auf deine Fähigkeiten? Auf deine Stellung? Auf deine Art, wie du bist? Auf deine Ehe, auf deine Familie, wo du stolz bist drauf. Bildest du dir etwas ein auf deine Bibelkenntnis? Oder dass du regelmäßiger Teilnehmer bist vom Gebetsabend? Bildest du dir etwas ein auf deine geistlichen Gaben? Vielleicht sogar
Du kannst vielleicht sogar reden in anderen Zungen. Bildest du dir da etwas drauf ein? Oder auf deinen unermüdlichen Einsatz hier in der Gemeinde? Auf deine Spenden? Wir haben doch nichts und müssen auch nichts vorweisen können. Es gibt keinen Unterschied. Wir haben alle die Vergebung von unserer Schuld. Wir haben alle das neue Leben in Jesus Christus, allein von Gott. Eigentlich hätten sich doch der Pharisäer und der Zöllner einander die Hand geben können. Hey, wir hocken im gleichen Boot. Komm, wir machen die Uzis. Wir haben nichts darzustellen, als allein, wenn wir etwas darstellen wollen, dann können wir allein Jesus Christus in uns. Da geht es darum, dass wir den darstellen in unserem Leben. Jesus Christus in uns. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme, als würde das die Tür auftun für den Himmel. Der Pharisäer war überzeugt, dass er Jesus Christus nicht braucht. Jesus hat nichts gegen das Fasten. Er hat auch nichts gegen das Geben vom Zehnten. Das sind biblische, geistliche Richtlinien vom Alten Testament. Aber etwas da, sich darauf einzubilden, da macht das Gute wertlos. Passen wir auf, dass unser Gute, das wir machen, nicht wertlos wird. Durch eine falsche Einstellung vom Herz. Der Zöllner aber stand von Ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Der Zöllner ist vor einem heiligen Gott gestanden. Er hat sich gesehen im Lichtstrahl, in dem unangenehmen Lichtstrahl von der Heiligkeit von Gott. Und er hat es kaum ausgehalten wegen seiner Schuld. Und sein Gebet war kurz, nur 5 Worte. Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus schließt das Gleichnis mit dem Wort: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Es ist gar nicht so einfach zu verstehen, wie geht das, sich selber zu erniedrigen. Ja, ich weiss, dass ich nichts bin. Ich weiss, dass ich ein schlechter Mensch bin. Bin auch nicht so guter Christ wie du. Ich kann nichts und so weiter. Ganz sicher nicht so. Das wäre eine falsche Selbsterniedrigung. So geht das nicht. Sich selber erniedrigen heisst, dass du immer wieder Jesus gross machst. Jesus gross machst und staunst über das, was er in dein Leben hineingebracht hat. Was er ist für dich. Tag für Tag. Das behaltet uns auf einer guten Basis. Du tust dich erniedrigen, wenn du Jesus gross machst. Staunst über ihn. Täglich dankest für ihn, dass seine Gnade dein Leben so wertvoll gemacht hat. Oft sind wir Christen entsetzt über das Verhalten von Nicht-Christen und wir tendieren dazu, dass wir auf sie herabschauen. Und auf sie, ja, weggehen von ihnen, Distanz halten zu ihnen. Das ist das Gegenteil von dieser Liebe, die Jesus gemeint hat. Die Liebe von Jesus bewahrt uns vor Überheblichkeit. Die Liebe gibt uns Nähe
zu anderen Menschen, die Jesus noch nicht gekannt haben. Darum kann ich nur empfehlen, tu doch immer wieder beten für die Leute um dich herum, der Nachbarschaft, wo du am Arbeiten bist, wo Jesus noch nicht kennt. Wenn du regelmäßig und immer wieder für sie beten tust, dann sehen sie auch deine Liebe, bin ich überzeugt. Das schafft Liebe zu den Nächsten, wenn wir für sie beten und ihnen Gutes wünschen. Das Gute auch wünschen, das wir haben durch den Glauben an Jesus Christus. So machst du deinen Glauben anziehen, bin ich überzeugt. Durch das Gebet für sie wirst du anziehend für andere und nicht abstoßend. Vor einem pharisäischen Blick auf andere bewahrt uns das Gebet vom... Oh, sorry, da ist ein Fehler drin. Das war nicht der Paulus, der den Psalm 139 geschrieben hat. Das war natürlich der David. Er sagt, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Geht es euch auch so, dass in dem Herz da manchmal so rumoren, dass in dem Herz da manchmal so vieles drunter und drüber ist, ein Durcheinander ist? Vielleicht so wie daheim auf dem Pult, eine Sauerei. Sauerei im Herz. Da muss jemand aufräumen. Da muss jemand putzen, Ordnung machen. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Das ist auch so etwas. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Was läuft da oben ab? Darf Gott da hineinschauen in die beiden Sachen? In die beiden Stockwerke hinein. Darf er hier aufräumen? Darf er dir etwas sagen? Das tiefste Herz? Oder in deine Gedankenwelt? Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Tu dein Herz auf vor Gott. Lass es von ihm sauber machen. Stell dich dem in einem ruhigen Moment. Herr, ich will jetzt einfach offen sein für dich. Schau mich einmal an. Das tiefste hinein. Schau mich einmal an. Mein Herz und meine Gedankenwelt. Und lass, was er dir sagen will. Wir haben daheim eine Kaffeemaschine. Bei dieser müssen wir die Brüheinheit, das ist das Herz dieser Kaffeemaschine, müssen wir immer wieder mal spülen und ein bisschen putzen, dass da, wo oben rauskommt, auch gut ist. Oder unten raus, besser gesagt. Bei Jesus ist das Herzstück unser Herz, weil er wohnt dort drin. Und das muss er immer wieder mal sauber machen, dass das, was oben rauskommt, auch gut ist. Von guter Qualität. Der Mose hat kurz vor seinem Tod dem Volk Israel eine Verheißung mitgegeben, zugesprochen. Und ich werde die Verheißung ganz bewusst heute Morgen auch euch zusprechen. Aufgrund von dieser Predigt. Das Wort aus 5. Mose 30, Vers 6, der Herr, euer Gott, wird euer Herz und die Herzen eurer Nachkommen reinigen, damit ihr ihn aufrichtig und mit aller Kraft liebt und am Leben bleibt. Das ist meine Hoffnung für euch und für uns alle. Ich tue noch beten. Danke, Jesus Christus, für deine Gnade, für deine Liebe, die uns erreicht hat, die wir dürfen erleben und erfahren. Danke vielmals, dass du uns treu bist. Auch wenn wir dir untreu sind, du bleibst treu. Und du haltest uns fest. Und wir möchten auch an dir festhalten. Darum tu du uns immer wieder reinigen und heiligen in deinem Namen. Danke, Jesus, für deine Gegenwart, für dein Begleiten. In den Alltag hinein, du weißt, was in dieser Woche auf uns zukommen wird.
aber wir sind nicht allein. Du bist und bleibst bei uns. Danke vielmals. Amen.